Was für eine Fanfare hatte ich lange nicht. Hochedle Bürgerinnen und Bürger, so seid uns gegrüßt und begrüßt mit einem donnernden Applaus und Jubelgeschrei die noch amtierende Pfefferkuchenprinzessin Celine die Erste. Celine hat ein Jahr lang den Pfefferkuchen präsentiert, den Pulsitzer Pfefferkuchen in die Welt hinausgetragen, hat viele Termine gehabt. Hat es dir Spaß gemacht, meine Liebe? Natürlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich freue ich mich auch für die Sarah, denn sie hat beim Casting bewiesen, dass sie eine gute Nachfolgerin wird. Oh, so ein sehr schöner Satz, Paul. Applaus und Jubelgeschrei. Und deshalb, liebe Celine, haben wir uns natürlich auch etwas einfallen lassen. Wir wollen dich auch in Zukunft bei uns haben. Denn du bist eine würdige Vertreterin gewesen, nicht nur des Pfefferkuchens. Du hast dich hier wunderbar eingebracht im Ensemble und das fand ich hier ganz groß. Und deswegen kommt der jetzige Applaus auch von uns allen zusammen. Ja? Dir ganz herzlich Dankeschön. Wir werden dich also auch in Zukunft weiter hier auf unserer wunderbaren Märchenbühne begrüßen dürfen. Aber jetzt, meine Damen und meine Herren, begrüßen wir mit einem Riesenapplaus die neue Pfefferkuchenprinzessin, Sarah, die Erste. Bei dir war die Fanfare genauso lang wie bei mir. Das reden wir doch. Sarah, du darfst schon mal hochsteigen auf. Normalerweise ist es mein Thronsein. Komm so hoch. Jawohl. Du darfst mal Platz nehmen. Ich komme auch ein Stück hoch. Meine Liebe, kommen wir nunmehr also zur offiziellen Krönung der neuen Pfefferkuchenprinzessin. Sarah, die Erste, vorgenommen natürlich von der noch amtierenden Celine. Celine, du darfst das Krönchen aufsetzen. Ich nehme dir den. Ja, das Kissen mal ab, das kann ich mir unter den Achterballen legen. Sieht sich auch ein bisschen weicher. So. Ja. Nicht in die Kopfhaut einstechen. Wir wollen sie noch ein bisschen haben. Applaus und Jubelgeschrei für unsere neue Pfefferkuchenprinzessin. Euer Majestät. Sie bekommt natürlich auch ganz offiziell unsere Ernennungsurkunde. Ich bin nochmal neu. Weil wir haben versehentlicherweise von unserem Haus- und Hofbuchhalter eintragen lassen, Sarah ohne H. Das gibt eine schöne Hinrichtung. Also, aber hier ist eine Urkunde und natürlich, wie sollte es auch anders sein, und da möchten wir uns auch mal ganz, ganz herzlich bedanken beim Verband der Pfefferküchler aus Pulsitz. Den darf ich dir umhängen. Jetzt ist die Prinzessin gleich 6 Kilo. Wenn du mal runterhängst, sonst kippst du schwer, Herrschaft. Der ist richtig schwer. Ja? Das ist nochmal dein Applaus um. Ab sofort ist dir gestattet, bei allen Festivitäten hier auf dem Dresdner Striezelmarkt zugegen zu sein, den Pfefferkuchen ebenso wie unsere Celine in die Welt zu bringen und den Pfefferkuchen aus Sachsen überall bekannt zu machen. Ja? Aber jetzt möchte ich dich ganz kurz bitten, und dazu darfst du auch sitzen bleiben, uns natürlich auch zum Pfefferkuchen etwas zu sagen. Denn wir haben ja unsere Sarah auch beim Casting getestet und sie wusste richtig gut Bescheid, was in den Pfefferkuchen hineingehört. Das Ganze hat sie sogar in Gedichtform gebracht und das werden wir uns jetzt auch anhören. Ich denke, das war so. Das Gedicht heißt ein Pfefferkuchengedicht. Pfefferkuchen, oh wie fein, 9 Gewürze müssen sein. Sie alle haben fremde Narben, sagen uns woher sie kamen. Ob China, Indien, Sansibar, ob es Ägypten oder Zypern war. In alter Zeit, schon hoch begehrt, waren sie so viel wie Gold wohl wert. Auf vielen alten Handelswegen kamen sie zu uns. Ach, welch ein Segen, sonst gäbe es keinen Pfefferkuchen, den wir so gerne doch versuchen. Mit Ingwer, Pfeffer, Zimt, Muskat, auch Anis und Fenchel schön parat.
Auch Kardamom gehört hinein wie Koriander. Feins Negerlein. Nun sind es 9 aus aller Welt zu unserem Wohl und Gottes Lob bestellt. Sehr schön. Da hast du uns ja den Wunsch richtig lässig gemacht. Wunderbar. Jetzt habe ich übrigens gerade hier runter geguckt. Die Mama von der Sarah, die steht nämlich hier unten mit der Feature-Kamera. Mit der Sachse sagt, mit der Feature-Kamera. Und hat die ganze Zeit vor sich her gesprochen, sodass du nur Lippen ablesen musstest. Ja? Aber ich weiß natürlich, dass du wirklich auch sehr begabt bist und natürlich das Gedicht auch im Vorfeld ohne Hilfe auch sagen konntest. Ja? Aber mit Netz arbeiten ist sicherer. Natürlich. Pass auf, wir wollen dir jetzt ganz kurz, denn wir haben natürlich gleich zu Beginn, na, haben wir natürlich gleich eine große Amtshandlung für dich vor. Deswegen würden wir dir jetzt einfach mal den Pfefferkuchen wieder abnehmen, mein lieber Schnicknack, du kannst uns helfen.